Von allen Planeten unseres Sonnensystems verhält sich Uranus am ungewöhnlichsten. Ungewöhnlich, was die Lage seiner Achse betrifft, denn die ist um fast 90 Grad gekippt. Und das bedeutet, er rollt mehr auf seiner Bahn, als dass er sich normal bewegt, wie die anderen Planeten dies tun. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Wetter Online. Ja, wie ist so etwas möglich? Wie kann ein Planet einfach umkippen in seiner Rotationsachse? Nun, bei Uranus handelt es sich wahrscheinlich um eine kosmische Kollision, die vor Milliarden von Jahren stattgefunden hat, kurz nach seiner Entstehung. Da ist einfach ein planetengroßer Körper gegen ihn gestoßen und hat ihn umgeworfen. Und die Folge dieser Kollision, eine der wichtigsten Folgen, ist die Tatsache, dass anders als bei den anderen Planeten die Sonne senkrecht über Nord- und Südpol stehen kann und der Äquator weniger Wärme und weniger Licht abbekommt, weil dort die Sonne kaum über den Horizont kommt. Und jetzt wird's gleich noch kurioser. Aufgrund seiner Entfernung zur Sonne dauert nämlich ein Jahr auf dem Uranus 84 Erdenjahre lang. Das heißt, wir reden hier von riesigen Zeiträumen der Jahreszeiten. Eine weitere Folge dieser Kollision hat gravierende Auswirkungen auf das Wettergeschehen auf dem Planeten. Die Tatsache nämlich, dass es seine eigene innere Wärme weitestgehend eingebüßt hat. Für uns Meteorologen wäre das übrigens eine relativ langweilige Geschichte, dieses gleichförmige Wetter. Anders nämlich als auf den Gasriesen Jupiter und Saturn, wo Windgeschwindigkeiten weit über 500, 600 Kilometer pro Stunde angetroffen werden, bewegt sich der Wind dort nur in der Hochatmosphäre mit etwa 500 km/h und in den tieferen Schichten der Atmosphäre geht's richtig ruhig und langsam zu. Von den Temperaturen her lässt der Planet übrigens sehr zu wünschen übrig. Eisige minus 200 Grad sind es dort nur, aufgrund eben der großen Entfernung zur Sonne. Was übrigens noch auffällt und fasziniert an diesem Planeten, ist seine wunderschöne blaugrüne Farbe. Wie kommt sowas zustande? Nun, Sonnenlicht gelangt in die Atmosphäre, wird dort von Wolkenteilchen und Gasteilchen reflektiert, aber eine Methanschicht in der Hochatmosphäre wirkt als Filter und die filtert jetzt all die roten Farbbestandteile des Sonnenlichts aus. Was übrig bleibt, ist blau und grün und damit wirkt er so wunderschön in dieser Farbe, wie wir ihn hier sehen.